habe hier den Helmut Engeln und wir sind heute bei der, jetzt muss ich echt gucken, bei der 268. Show im Fehde. Und wir sind hier in Köln, Hohlweide, wie in alten Zeiten. Genau. Erzähl mal, du bist heute auch gleichzeitig Pate, Moderator. Erzähl mal so, was du alles machst. Ja, also eigentlich ist Musik ist eigentlich mein Hobby und ich mache das mit Herz und Seele. Ich bin auch dabei. Ich habe das so beim Headset Birdsy ob wieder bei den Kölner so selbst. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich Hochdeutsch spreche, damit die Leute mich auch verstehen. Ich denke mal, gucken viele Kölsche, also können die auch Kölsch wunderbar verstehen. Wunderbar. Also wie gesagt, ich bin eigentlich Hobbymusiker. Ich habe einen Hauptberuf auch, ich bin Beamter, aber das rutscht jetzt schon langsam so ein bisschen rüber in so semi-professionell, wenn man das so sagen kann. Ich mache ein paar Sachen selber, Cover aber auch. Und wenn ich selber mache, dann nur in Kölsch, nur in Kölsch und bin auch am Ballermann unterwegs. Aber wie gesagt, das ist alles nur mein Hobby. Der eine geht Fußball spielen, wir machen ein bisschen Lala. Und ansonsten hast du einen ganz normalen Beruf? Ja, ich bin eigentlich Kommunalbeamter bei der Stadt Leverkusen und da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Und ist aber ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf. Wie sieht es denn so aus? Was sind das denn so für Songs? Sind das jetzt so Stimmungslieder, Party-Songs? Also überwiegend mache ich kölsche Partymusik, also auch hier Ballermann tauglich natürlich. Habe aber auch ein paar Balladen im Repertoire und wie gesagt, ich cover auch ein paar Sachen, weil es ist immer schwierig, wenn du nicht so bekannt bist und du machst nur deine eigenen Sachen, ist das sehr schwierig, für die Leute auch dabei zu bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir so ein paar kölsche Evergreens dabei, so von der Black First, da sind wir mit groß geworden und auch von Brings und Casala und wie sie alle heißen. Also wir haben dann ein recht großes Repertoire und damit die Leute was Spaß haben. Aber mein Ding ist hauptsächlich die Partymusik. Ja. Und heute Abend die Moderation. Ne? Erzähl mal, was hast du dir so vorgenommen? Ja, also mit Moderation muss ich dazu sagen, ich moderiere hier und da schon mal, aber ich bereite mich grundsätzlich nie vor, weil ich finde immer schöner, wenn das Ursula Mengen selber in Kölle, Ursula Mengen, ja, als wenn man so stur irgendwas abliest. Das hört sich auch so an, als wenn es abgelesen wäre. Und ich habe eigentlich lieber, wenn mir die Leute so direkt kennenlernen. Ich war jetzt Anfang des Jahres bei dem Porzellan 3 gestern, der Prinz, und auch da habe ich mich auf nichts vorbereitet, weil ich denke, das kommt natürlicher rüber, als wenn man da einen vorgefertigten Text hat. Ich freue mich aber, ich habe gesehen, wir haben zwei Redner dabei. Ja. Ich freue mich besonders auf Krätzchen. Ich bin so ein Krätzchen-Fan. Und wir haben eine Truppe dabei, die macht Krätzchen, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich freue mich. Wird hoffentlich ein schöner Abend, glaube ich. Ja, da gehe ich einfach mal von aus. Wir haben ja jetzt schon mehrere Shows begleitet und die waren immer alle klasse und alle top und immer gute Leute dabei, wo man auch wirklich hofft, dass die mal so ein bisschen weiterkommen, auch im Kölner Karneval, ne? Ja, obwohl ich mal sagen muss, ich glaube, viele Leute machen das so Spaß an der Freude. Das sind zwar auch, klar, ist immer schön, wenn was bei rumkommt, aber ich denke hier bei so kleineren Veranstalten, gerade hier bei Show empfehlen, siehst du immer nur Leute, wo du merkst, das kommt von hier. Ja? Weil ich hasse das, wenn die Kollegen schon mal auf der Bühne stehen, die haben das Dollarzeichen im Auge und die sind aber nicht mehr dabei. Und das merkt auch das Publikum. Ne? Man muss nicht denken, dass die Leute, die uns zuhören und uns zugucken, dass die blöd werden. Gar nicht. Die haben so Fingerspitzengefühl, das kommt direkt rüber. Und das finde ich halt das Schöne an so einer Veranstaltung hier, wenn man mal sieht, die Kneipe, wo wir jetzt gerade sind, ist ja jetzt nicht unbedingt der Gürzenich. Aber das heißt nicht, dass die Stimmung nicht mindestens genauso gut sein kann wie im Gürzenich, wenn die Jungs Spaß haben und die Mädels Spaß haben und das transportieren können zum Publikum und wir dann alle zusammen hier am Tisch stehen. Ja. Ich danke dir für das kurze Statement und wünsche dir natürlich auch mega viel Spaß mit den Künstlern und vor allen Dingen mit deiner Moderation. Ich bin gespannt, wie du das meisterst heute. Super, Dankeschön. Hey Kürbis, komm, bring uns noch einen Grund. Mit Salat und Morgen. Ich die Nacht und der Hand immer. Was will uns doch los erzählen? Die Frauenlöcher sitzen im Schwätzchen zusammen. Ist das vorbei? Und mit heute leider. Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fehde. Denn hier hält man zusammen, ja, doch passiert.
ich mit dir hier tanze. Hoppala. Hat mich ein wunderbar gefühlt. In der Hüfte verstehst du auch. Und irgendwie kommt nach den Hanten. Doch wenn ich Butter, ich knie, Martina. Ja, und dann sind wir zu dir, dicke Typen auch neben mir. Die nächsten netten zwei Hillige, so heißen die hier in Köln. Das ist einmal der Bernd und einmal der Wolfgang. Ihr seid irgendwie miteinander verwandt, habe ich gelernt. Ne? Wer mag denn einfach mal erzählen? Bernd, fang du mal an. Ja, wir sind eineiige Cousins. Das klingt erstmal owei, ne? Weil das, ja, das hat aber schon seinen Sinn, weil unsere Mütter sind Schwestern. Und gleichzeitig sind unsere Väter aber auch Brüder. Wir kommen aus einem kleinen Dorf, da jabert nicht so viel. Ja. Und deswegen ist das also alles ein bisschen eng gemauschelt und deswegen eineiige Cousins. Ne? Das ist das kleine Fischerdorf Stammheim am Rhein. Das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und wir hatten nur eine Oma. Also wir sind ganz, hatten eine ganz arme Kindheit. Nur eine Oma, die hat ja nichts damals. Ja. Ja. Und deshalb sind wir doppelt verwandt. Genau, und was macht ihr denn so? Ich habe gesehen, ihr habt jetzt hier, ist das eine Ukulele oder? Ja, ist aber eigentlich nur Show. Ne? Also, okay. Sachen, also wir machen eigentlich Quatsch. Ne? Ihr macht Quatsch. Und ja, dann macht doch einfach mal Quatsch. Macht einfach mal hier so. Wir können jetzt zu dem Ivo singen. Ja, mach mal. Ivo Profen, ne? Ist das doch. Ne? Ich hab Ibiza. Der ist gleich. Wir könnten uns vielleicht mal kurz vorstellen. Also, unsere Lieder, das ne? Halt, ja, genau. Unsere Musik hier. Wir können ja mal die Eineiigkeit mal gerade erklären. Genau. Genau, mach das mal. Bei uns ist alles familiär. Ein Großfamilie-Stadt sind wir. 150 Anverwandte. Onkele und noch mit Tante. Wir zwei, wir sind genetisch Klone, entsprungen aus einer Y-Schablone. Wir zwei, ihr ahndet sicher längst, sind eineiige Cousins. Wir sind Fürre und Hinge verwandt. Sing, Mam, das ist mein Tant. In unserem Fädel ist die Auswahl knapp. Singe Ü, ist minge Papp. Singe Ü, ist minge Papp. Ja, bravo. Ich kann gerade nicht applaudieren, aber das war richtig gut. Jetzt kommt der Ivo. Ivo-Profil. Ja, dann würde ich sagen, dann haben hier unsere Gäste im wie zu alten Zeiten heute richtig Spaß mit euch, würde ich sagen, oder? Wir gehen jetzt kegeln, weil unten Backstage, warst du schon mal unten? Ja. Da ist eine Kegelbahn, die ist angeschlossen. Ja. Und das stand bei uns im Vertrag, dass neben Cola auch eine Kegelbahn zur Verfügung gestellt wird. Weil spielen wir auch nie mit den Würzen nicht, weil die haben keine Kegelbahn. Ja, ne? wenn wir donnerstags auftreten, jeden Donnerstag, wenn wir auftreten, verlangen wir nach der Kegelbahn, weil wir immer donnerstags kegeln haben. Ja, dann könnt ihr ja jetzt gleich eurem Hobby frönen, ne? Alle Neuen, sag ich. Ne? Ich danke euch, es war sehr nett mit euch. Habt gleich viel Spaß. Ja, das machen wir. Und wir sehen uns. Danke, tschüss. Hier haben wir jetzt den Peter Kolb. Das ist eine komische Hillie. Ja, genau. Seit 1980, ich bin seit 1980 im Stammtisch Gauner Karnevalisten. Ich habe als eine Suffgruppe angefangen und seit 1987 gehe ich als eine komische Hillie. Ja, das war anfangs ein bisschen schwierig, der Umschwung. Ist ein anderer Typ, ein anderer Verkauf, aber mittlerweile, also nach 10 Jahren hat er mir auch besser gefallen. Weil als eine Suffkopf ist man irgendwann ausgelutscht mit Witzen, die auch passen müssen. Aber als eine komische Hellie kannst du alles erzählen, ja. Gut. Was machst du im normalen Leben? Rentner. Ja, gut.
Also nicht nur Rentner. Ich spiele in einer der besten Coverbands, die es gibt, Late Season. Ich spiele, ich gehe noch einen Rentnerjob, 13-Stunden-Job mache ich noch. Ich mache eben Karneval. Ja, und das reicht eigentlich für einen 68-Jährigen. Ja, ich sag ja, Rentner haben nie Zeit, ne? Also so viel beschäftigt ist ja nur nicht jeder, ne? Nee, man muss ja was zu tun haben und Musik ist ja im Prinzip meine Leidenschaft. Leider kann ich nie singen. Also wenn ich singen könnte, wäre ich ganz anders eingestiegen im Karneval. Aber das blieb mir leider verwehrt, aber reden geht ja auch ganz gut und ja. Ich freue mich. Ich muss die Band Late Season nochmal grüßen von hier auch. Und ich freue mich, dass ich mit so einer super Truppe zusammenarbeite, wo wir so zwei super Sänger auch haben. Es ist nur heute schwer, mit guter Covermusik Arrangements zu kriegen, weil die Leute wollen alle nur der Kölsche Jung und Köln und Karneval in Köln hören. Die Zeiten haben sich geändert. 70er, 80er Jahre war das absolut in. Highlights der 70er, 80er Jahre zu spielen und 90er Jahre, aber heute will fast jeder nur Kölsch, aber wir haben auch unsere Auftritte und hauptberuflich bin ich natürlich als Karnevalist unterwegs. Und der Peter hat natürlich ein sehr einnehmendes Wesen, ne? Schönes Mikro, ne? Sollte er behalten. Ja gut. Ich kann dir noch was so schnell erzählen. Erzähl doch einfach einen netten Witz. Da kommt mein bester Freund. Ja, jetzt ein Witz. Ja gut, kann ich jetzt erzählen, den darfst du auch bringen. Ich bin ja mit dem Moped hier, muss ich sagen, und hinten an der Kreuzung stand ein Lilliputaner. Ich habe angehalten, ich habe ihn angeguckt. Ich sage, soll ich dich mitnehmen? Der hat mich angeguckt, von rechts nach links geguckt. Sagt er, fick dich, Alter. Gut, habe ihn Rucksack wieder zu, jemand bin weitergefahren. Ne? So, das war eine Komik. Es sind ja noch andere da, Mann, Idiot. Peter, ich danke dir und viel Spaß gleich bei deinem Auftritt. Ja, danke dir. Ach, Peter. Alles gut? Ja, freut mich, dich zu sehen. Ja, jetzt habe ich hier gleich den Nächsten, das ist der Rainer Roos. Rainer, erzähl doch einfach mal, was du hier heute bei Show im Veedel so alles machst. Ja, ich erzähle aus meinem Berufsleben. Ich bin Polizeibeamter und erzähle auch als Polizeibeamter so einige Episödchen. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Der Laden ist voll, die Stimmung ist gut. Schauen wir mal, was das wird. Genau. Anekdötchen aus deiner Arbeitszeit, so was so alles passiert als Polizist oder wie kann man das verstehen? Ja, mir auf Witzebasis, was so alles passiert oder humoristische Witze, wie zum Beispiel die Polizei ist pleite. Zum Beispiel eine Sache, wer sich beim Joggen bei uns in Wolf läuft, wir sind so pleite, der muss Hundesteuer bezahlen. Solche Aktionen werde ich heute Abend von mir erzählen. Ja. Ja. Kannst du uns denn hier schon einfach so einen Joke mal vor der Kamera erzählen? Ja, ist kein Problem. Ich bin also offen und ehrlich, die Kriminalpolizei steht vor der Tür, die wollen mich verhaften. Ich habe mich heute Abend von meiner Schwiegermutter getrennt. Das heißt, ich habe sie erschossen. Wir wollten essen, die drei wichtigsten Persönlichkeiten des Hauses, also mein Hund, meine Schwiegermutter und ich. Einmal hat meine Schwiegermutter gesagt, Junge, ich habe dir mal was gekocht, ess mal was. Ich sagte, ich esse nichts, du willst mich vergiften. Ich dachte, ich will dich nicht vergiften, du isst jetzt. Ich sage, okay, Schwiegermutter, wir machen einen Deal. Wenn der Hund was isst und es übersteht, esse ich doch. Ich stelle dem Hund das Jägerschnitzel dahin, der leckt dreimal. Der Hund fällt um, ist tot. Ich hole die Pistole raus, er schießt meine Schwiegermutter. Springt der Hund auf und sagt, jawohl. Nein, wenn das aber heute dann so weitergeht, dann aber viel Spaß. Ja, danke. Alles gut. Rainer, ich danke dir. Gerne, gerne. 268. Show im Veedel. Und wen haben wir heute hier? Den Antonio. Ja, Wahnsinn. Erzähl mal, stell dich mal den Leuten vor. Ja, hallo, ich bin der Antonio und komme eigentlich aus der Filmbranche, aber bin jetzt seit 3 Jahren im Popschlager und bin froh heute. Ich bin, wie gesagt, 268. Mal. Ich bin heute zum ersten Mal da und freue mich einfach. Ne, ich wohne ja auch gar nicht weit von Veedel hier weg und ist mal interessant, hier mit den Leuten mal ein bisschen abzufeiern. Genau. Du bist ja in der Schlagerbranche eigentlich schon relativ lange unterwegs jetzt und
Letztes Jahr, kann ich mich daran erinnern, waren wir ja mit dir, mit Ben Luca zusammen, haben das Video mitgedreht, ja. Beziehungsweise wir haben die Outtakes gemacht, ja. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Schaut einfach mal rein. Aber Spaß gemacht, ja, Spaß gemacht. Genau, genau. Auf YouTube könnt ihr die Outtakes von letztes Jahr zu dem Videodreh zu Und ich brenne noch sehen. Also wieder, es lohnt sich, es lohnt sich. Wir haben viel gelacht. Aber wie? Toni, sag mal, wie geht's weiter? Was hast du geplant? Ja, wir sind nächste Woche, ist der 17., ne? Nächste Woche Samstag sind wir im Tonstudio und nehmen da die aktuelle oder die neue Single auf. Wie ich ja damals auch in, wo war das, wo waren wir letztes Mal, wo haben wir uns gesehen? Düren, ne? Ja. Genau, bei der Düren der Schlager. Das ein reiner deutscher Schlager wird diesmal ohne italienischen Hintergrund. Das heißt, wir wechseln jetzt in den Partyschlagerbereich. Ist mal was anderes und ich bin auch ganz gespannt, wie das jetzt ankommt. Und ja, da sind wir am 17. beim Oliver Deville im Tonstudio und werden da die neue Single aufnehmen, die sich, die heißt, wie heißt die nochmal? Warte mal. Heißt, wir sind der Sommer. Wir sind schön, Sommer. Dass du weißt, wie deine neue Single heißt. Ja, ja. Na gut, man kann sich ja nicht alles merken. Ne? Aber wir sind der Sommer ist richtig. Der kommt doch pünktlich zum Sommer. Ja, genau. Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Hast du schon so eine Hausnummer, wann der Song rauskommt? Ja, also wie gesagt, nächste Woche sind wir da. Dann soll er innerhalb von 14 Tagen, ich weiß nicht, ob du jetzt auch in Oberhausen bist bei Fußball trifft Schlager. Solltest du eventuell zufällig auch wieder da sein, bei der Gabi, weißt du, nämlich die taucht ja plötzlich auf. Da werde ich dann, oder da ist geplant, die Single das erste Mal zu präsentieren. Okay. Also Single-Premiere soll laut Terminplan 1.7. in Oberhausen sein. Ja, ist doch schon meine Hausnummer. Ja. Die Veranstaltung heißt, glaube ich, Fußball trifft Schlager, ne? Ja, ja, ja. Und da sind auch sehr, sehr viele tolle Kollegen. Also da ist, glaube ich, alles am Start, was Rang und Namen hat, über Willi Herren, Severino, Neon. Die sind da, die Kollegin Lombardo ist da, Anke Fürst ist da, Ben Luca ist da. Also alles, was Rang und Namen hat, ist an dem Tag in Oberhausen, 1.7. Alles für einen guten Zweck, für das Kinderhospiz. Und ich finde, das ist eine mega tolle Sache, die der Veranstalter da auf die Beine gestellt hat, die ganzen Künstler da zusammenzuwürfeln. Und wie gesagt, dass sie sich alle bereit erklären, kann ich nur den Hut vorziehen und finde ich echt toll. Ne? War letztes Jahr auch, aber wie gesagt, da konnte ich nicht und dann hat es dieses Jahr geklappt. Und da freue ich mich auch richtig mega drauf. Ne? Auch auf das Spiel. Ne? Also wir müssen auch Fußball spielen, so ist es ja nicht. Ne? Also die Schlagerstars spielen gegen den Club da aus Oberhausen. Ne? Und wir trainieren schon dafür, also da kriegen wir schon hin. Na denn. Ja. Hauptsache, du brichst dir nichts und aber mit Gips kann man auch auf die Bühne gehen, habe ich gelernt. Ich gehe mit Gips auf die Bühne oder mit einem Faserriss auf den Stuhl und dann kann man da, ich muss nur Mikrofon halten. Ja, eben. Bewegen brauchen wir uns nicht viel. Bewegen brauchen wir uns nicht viel. Toni, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Studio mit Oliver. Ja. Und grüß ganz lieb. Ich werde den Oliver 100% grüßen. Ich habe auch letztes Mal mit ihm gesprochen und er sagte nämlich auch, grüß mal bitte die Gabi. Und das mache ich dann jetzt. Schöne Grüße vom Oliver soll ich dir bestellen. Aber ich glaube, ich sehe den Olli sogar noch früher, weil wir sind Sonntag im Fernsehgarten und begleiten den Matteo. Ja, genau. Und da ist der Oliver sogar dabei. Ja, dann kannst du dem ja von mir noch mal schöne Grüße. Und dann ist alles gut. Okay. Wir sagen einfach mal Tschüss. Ich sage bis demnächst. Genau. Ich sage auch vielen, vielen lieben Dank an Gabi und Grüße an Schlager.de. Ciao. Tschüss. Für mich da warst du meine ganze Welt. Ich hab für dich ein Himmel.
Nikita.